Hallo Leute, liebe Zuschauer. Vieles ist gut, einiges kann man bei dem Guten auch noch verbessern. Und zwar beispielhaft die Staubabsaugung meiner Multicut-Dekupiersäge 2S mit elektronischer Regelung aus dem Jahre 96. Da habe ich mir auf dieser Seite einen Staubabsaugkasten gebaut, ähnlich wie vorher bei der Pegas. Allerdings kann man solch einen Kasten nicht in gleicher Bauweise an die Multicut 2S ohne elektronische Regelung und auch an die SE nicht andocken, weil da sind die Rippen und das Unterteil quasi von den Sägetischen unterschiedlich. Also ich bin der Meinung, dass bei diesen hier, auch wenn sie unterschiedliche Baujahre sind, möglicherweise die Holzbauteile, die ich verbaut habe, passen. Was habe ich hier gemacht? Aufgrund dessen, dass wir ja hier diese Neigung nach in die Richtung haben, habe ich jetzt auf der rechten Seite keinen Anschluss gemacht, sondern auf der linken Seite, weil hier habe ich mehr Platz. Und hier kann man jetzt erkennen, ich kann auch in die Richtung die 15 Grad runterlassen, es stört ihn soweit nicht. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe einen Holzbaukasten aus unterschiedlichen Teilen zusammengebaut und mit einer Gummimatte, also einem elastischen Material, eingekleidet quasi. Vorteil ist, ich habe großdimensionierte Luftströme. Ich kann hier auch unterschiedliche Staubsauger anschließen. Das passt insoweit recht gut. Ja. Das Ganze ist allerdings noch nicht fertig, weil ich den Schlauch noch kürzen muss und mir noch eine spezielle Düse oder irgendetwas für eine gezielte Absaugung vorbereiten möchte. Allerdings, wie schon erwähnt, der Vorteil ist der große Volumenstrom, den ich mit solch einem Plastikrohr erreichen kann. Es folgen ein paar Bilder von den Anzeichnungen, von den Zuschnitten, was ich so gemacht habe. Und vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren. Insoweit seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen.
So sieht diese Unterkonstruktion aus. Es ist ein Rahmenkasten mit einer Gummiabdeckung bzw. Unterdeckung. Und hier habe ich die Fortführung. Ich kann, egal in welche Richtung diese jetzt neigen, es hindert nicht an dem Neigung, und die Absaugung habe ich auf diese Seite gemacht, damit sie mir da nicht auf links im Weg ist. Ja? Hier hätte ich keine Stutzen anbringen können, so wie ich es gewollt hätte. Ansonsten wäre es viel einfacher gewesen. So. Einmal kurz festziehen. Hier habe ich jetzt den Anschluss für die obere Absaugung und alles andere wie gehabt. Ja, liebe Leute, so wie bei der Pegas 21 die ähnliche Bauweise sich bewährt hat, dank der hohen Volumenströme, so hoffe ich natürlich, dass sich auch diese Art hier bewährt, und ich denke mal, ihr werdet es in den nächsten Videos auch noch mitkriegen, dass ich dann auch dieses Rohr gekürzt habe und mal schauen, wie die Düse sein wird oder was ich mir da einfallen lasse, um gezielt absaugen zu können. Ja, das war's eigentlich. Seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.